Hallo, herzlich willkommen bei Blende 8, dem Fotopodcast aus dem Hause Galileo Press. Heute zu dem Thema Fotorecht und konkret zum Urheberrecht. Jeder Fotograf, der ein Bild macht, weiß, dass dieses Foto irgendwie durchs Urheberrecht geschützt ist. Aber was für ein Schutz das genau ist, was er umfasst und welche Möglichkeiten ich als Fotograf habe, diesen Schutz durchzusetzen, weiß ich genauso wenig wie viele von Ihnen. Deswegen bin ich heute wieder bei Steffen Koch. Hallo Herr Koch. Dem Rechtsanwalt in Bonn, der sich mit Medienrecht und mit Urheberrecht beschäftigt und der mich hier sicherlich in der Frage unterstützt, was ist das Urheberrecht für den Fotografen? Vielen Dank, dass wir kommen durften. Gerne. Herr Koch, ähnlich wie in der letzten Sendung habe ich mal wieder ein paar Fotos mitgebracht. Diesmal geht es um das schöne Thema Essen. Das sind doch Bilder, die machen Appetit. Ein bisschen unscharf teilweise, aber etwas mehr Appetit machen vielleicht diese Bilder. Sehen Sie, außer dass da ein bisschen was anders belichtet ist, einen juristischen Unterschied in diesen Bildern? Also die erste Serie, die Sie mir hier vorgelegt haben, diese unteren drei Bilder, würde ich mal sagen, sind jetzt nicht unbedingt so schwierig anzufertigen. Das sind also Fotos, die, das traue ich mir jetzt mal zu, ich vielleicht auch noch mal entsprechend hinbekommen würde. Man kann sagen, vielleicht Schnappschüsse oder zumindest Fotos von Hobbyfotografen, die keine besondere Kenntnis oder besondere Einstellungen auch an der Kamera erfordern. Die anderen oberen drei Bilder sind natürlich schon etwas anders. Die sind schon sehr, da ist das Objekt schon in Szene gesetzt, da ist schon ein bisschen mehr daran gemacht worden. Es ist also juristisch durchaus ein Unterschied, weil man bei diesen Bildern, die eine gewisse geistige Schöpfungsleistung voraussetzen, wie das bei den oberen Bildern möglicherweise der Fall ist, von Lichtbildwerken spricht. Von den anderen einfachen Fotos spricht man von Lichtbildern. Aha, das heißt also, der Unterschied besteht darin von der Begrifflichkeit, dass wir auf der einen Seite halt Lichtbilder haben und auf der anderen Seite Lichtbildwerke. Ja. Okay. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich also als Fotograf in diesen Prozess kreativ eingreife, dann habe ich ein Lichtbildwerk. Da gehört natürlich, wie gesagt, eine gewisse geistige Schöpfungsleistung dazu. Und da ist immer die Frage, wann fängt die an? Ich habe jetzt hier eine wunderschöne Aufnahme, die ich gemacht habe von der Pizzeria bei Nacht. Sie werden zugeben, dass das ein sehr stimmungsvolles Foto ist und dann wäre doch ganz sicher ein Lichtbildwerk. Würde ich dennoch als Lichtbild bezeichnen, weil die Aufnahme für sich gesehen jetzt keine besondere geistige Schöpfungsleistung erfordert. Das heißt, wenn ich dieses Bild jetzt ins Internet stelle, um zu zeigen, wie schön die Pizzeria bei Nacht ist, dann kann das Bild jeder nehmen, weil das ist ja letztendlich nur ein minderwertiges, so wie Sie es oder wie ich Sie verstanden habe, Bild. Und damit vollkommen frei von Rechten, die ich daran vielleicht hätte, wenn es ein Lichtbildwerk wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall, weil das Urheberrecht schützt sowohl Lichtbilder als auch Lichtbildwerke. Der Unterschied oder der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden urheberrechtlich geschützten Werken ist die Schutzdauer. Ja, das heißt also, beim Lichtbild geht man von einer Schutzdauer von 50 Jahren nach Erscheinen des Lichtbildes aus, während hingegen beim Lichtbildwerk die Schutzdauer 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers beträgt. Diese Grenze zwischen Lichtbildwerk und Lichtbild ist ja nicht ganz einfach zu ziehen, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Also hier ist sie zwar auf den ersten Blick verhältnismäßig deutlich, aber alleine schon bei meiner Pizzeria haben wir gesehen, verschwimmt das Ganze. Ich habe jetzt hier noch mal ein paar Bilder, die wir schon in der ersten Folge gesehen haben, diese berühmten Kussbilder. Ich gehe mal davon aus, dass das Bilder sind, die ein Fotograf hier auf der Straße einfach gemacht hat. Also demzufolge, wenn ich jetzt daneben gestanden hätte, hätte ich das Paar ist wahrscheinlich genauso abgelichtet. Ja. Dann sind das hier Lichtbilder, die jetzt, da das eindeutig 50 Jahre später ist, frei sind. Ja, man sagt also, Lichtbilder sind auch sogenannte Schnappschüsse. Und das heißt jetzt gerade hier diese Szene auf dem linken Bild, die kann man sicherlich als Schnappschuss bezeichnen. Da hat jemand mit der Kamera eine Szene schnell festgehalten, ohne dass das vorher besondere Einstellungen bedarf, ohne dass das jetzt vielleicht eine aufgebaute Szene war, die besondere technische Kenntnisse bedarf. Bei diesem Bild rechts bin ich mir nicht mehr sicher. Das könnte auch durchaus eine gestellte Szene sein, die eben ganz bewusst von einem Fotografen so mit hohem Aufwand erstellt worden ist. Dann wären wir möglicherweise schon wieder im Lichtbildwerk. Das heißt also,
Man kann auch so vom Motiv her nicht direkt drauf schließen, was es ist, sondern und welchen Schutz es hat, sondern man muss dann doch schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Man muss ein bisschen über Hintergrundinformationen verfügen, richtig, ja. Gut. Dieser Schutz, den ich habe an meinem Bild, der ist ja ein umfassender Schutz. Das heißt also, es ist jetzt nicht nur gewährleistet, dass dieses Bild niemand verwenden darf, sondern dieser Schutz geht ja auch dahin, dass dieses Bild auch vom Inhalt her, von der Machart her nicht kopiert werden darf. Ja. Ich habe hier jetzt mal ein Bild von Thomas Höpke, das er im Rahmen einer Japanreise gemacht hat. Ein sehr bekanntes Bild. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Reiseführer für Japan fotografieren wollte und dann einen solchen Titel nehme, indem ich also auch wieder eine Japanerin bei Schminke, das ist eine traditionelle Schminke in Japan, und dann mit dieser untergehenden Sonne versehen würde, dann würde ich dieses Bild ja kopieren. Das wäre dann, denke ich mal, nicht zulässig. Das wäre dann nicht zulässig, wenn es eben erkennbar eine Kopie dieses Bildes darstellt. Ja, da bin ich eben also gehalten als Fotograf, etwas Abstand davon zu nehmen. Die Idee als solche unterliegt nicht dem Urheberrechtsschutz, sondern die Ausgestaltung, die konkrete Ausgestaltung des Werkes. Mhm. Das heißt, ich kann die Idee, da eine Dame abzubilden mit diesem roten Kreis auf der Stirn, durchaus verwenden, sollte es allerdings nicht so gestalten, das Foto, dass wenn man es eben nebeneinander legt, dass es dann eindeutig eine Kopie darstellt. Also einen anderen Bildausschnitt, zum Beispiel mehr vom Gesicht, ja, oder ähnliches. Oder wenn ich, ja, jetzt hingehe und ich würde eine Reportage über die farbigen Bewohner in Amerika machen und würde das Gleiche jetzt mit einem farbigen machen, der eine Amerika-Fahne drauf hat, wäre das vollkommen Das wäre unproblematisch, ja. Okay. Jetzt gibt es ja auch die Situation, dass ich nicht nur das Foto selber als solches gut finde und mich davon inspirieren lasse, so will ich es mal sagen, sondern dass meine Fotos so gut sind, dass sie andere inspirieren. Das gibt es ja immer wieder. Hier zum Beispiel ein Bild, das obere wurde in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht, zu einem, aus einem Theater fotografiert, und das untere ist ein Gemälde. Jetzt ist das Gemälde ja selber erstmal ein vollkommen anderes Medium, eine vollkommen andere Technik und stellt damit ja eigentlich schon ein vollkommen eigenes Werk dar. Ja. Aber trotzdem hat das Gericht hier entschieden, es ist eine Kopie, und zwar eine unzulässige Kopie. Warum? Ein zentraler Punkt dieses Fotos ist natürlich die Dame, das Gesicht der Dame, auch der Ausdruck auf dem Gesicht und die Haare. Alles, was außenrum ist, gerät ja beim Betrachter zunächst mal in den Hintergrund. Was außenrum ist, wurde in dem Gemälde geändert. Zentraler Punkt des Bildes, das Gesicht, auch die Mimik der Dame, die hier abgebildet ist, und die Körperhaltung sind eins zu eins übernommen. Und das ist natürlich das, was hier ins Auge fällt. Das ist ja das, was die geistige Schöpfungsleistung ausmacht. Alles außenrum ist austauschbar. Gut, jetzt ist aber die geistige Schöpfungsleistung, bezieht sich bei diesem Bild ja ganz konkret auf zwei Personen, nämlich einmal der Fotograf, der den Ausschnitt bestimmt hat, aber die für mich größere geistige Schöpfungsleistung ist eigentlich die Schauspielerin, die dargestellt wird. Wenn jetzt die Schauspielerin gesagt hat, du darfst mich so darstellen zu dem Maler, darf er? Darf er nicht? Darf er nicht, weil der Fotograf Urheber ist und nicht die Schaustellerin. Aha. Das heißt also, hier ist das, es ist auch letztendlich so im Urteil gewesen, der Fotograf hat noch zusätzlich Lizenzeinnahmen bekommen und die Künstlerin Unrecht. Ich glaube, das ist durch zwei Instanzen ist ja gegangen. Ja. Ich habe hier nochmal ein Foto von Thomas Höpke, mhm, aus dem Jahr, ich glaube, 1966. Muhammad Ali, der Boxer. Ja. Ganz bekanntes Foto, ist um die Welt gegangen. Ich habe hier ein zweites Foto, das den ersten Preis 2010 in einem Fotowettbewerb bekommen hat. Das ist doch auch wieder eine Kopie. Da hat doch einer vom anderen, beziehungsweise der von dem, abfotografiert. Ich würde mal sagen, er hat sich inspirieren lassen von der Idee. Also von der Idee, einen Boxer in dieser Haltung abzulichten. Das zweite Foto ist aber meiner Ansicht nach völlig anders als das erste. Es ist zumal erstmal eine andere Schärfe vorhanden. Hier ist die Faust wesentlich größer im Bild. Die Haltung des Boxers ist anders. Das Ganze ist auch noch spiegelverkehrt. Also hier hat eigentlich der Fotograf genau das gemacht, was man machen sollte. Er hat sich bewusst nicht so eng am Original gehalten, sondern hat die Idee genommen und hat daraus was Neues geschaffen. Okay, auch schon dadurch, dass das Bild halt wesentlich dunkler ist als das. Oder ja, ist das nicht so ein wichtiges Kriterium? Das ist natürlich wieder der Hintergrund. Ne? Das ist wie in dem vorherigen Beispiel auch. Der Hintergrund ist nicht das Entscheidende, ist aber auch ein Kriterium. Dass die eine Kunst die andere inspiriert, haben wir gerade gesehen. Da hat der Fotograf den Maler inspiriert. Oder zwei Fotografen sich untereinander.
was vollkommen legitim ist, solange es halt die Inspiration ist. Ich habe hier jetzt mal Bilder, die genau andersrum funktionieren. Wir haben erst den Maler und haben dann das Bild dazu. Auch hier wieder der Maler und das Bild. Und auch in der dritten Situation Maler und Foto. Die Maler sind jetzt durch die Bank alle verschieden, schon seit über 70 Jahren. Mhm. Also rechtlich gesehen kein Urheberrecht, kein Rechtsschutz, kann ich also machen. Grundsätzlich, wenn das Urheberrecht ausgelaufen ist, ist das möglich, ja. Und kann das Museum, wo diese Werke hängen, jetzt sagen, oh, das geht aber nicht, ich habe da, das sind meine Werke, die gehören mir? Also das Museum wird ja nicht Urheber, wenn es die Werke in seiner Galerie aufführt, sondern ist allenfalls Eigentümer des konkreten, der konkreten Leinwand, kann man sagen, und dieses Bildes. Die Urheberrechte verbleiben aber beim Künstler selber, insofern kein Problem, solange diese Fotos eben nicht dann in dem Museum angefertigt worden sind. Ja, das ist aber hier erkenntlich nicht der Fall. Das heißt, ich kann mir also einen Katalog aus dem Museum nehmen und kann dann hingehen und kann diese Bilder, die dort abgebildet sind, in einer Reihe von Fotos nachstellen, auch sehr konkret nachstellen, ohne dass da irgendwo Rechtsverletzungen begangen werden. Wenn das Urheberrecht ausgelaufen ist, ja. Okay. Das Urheberrecht scheint mir hat viele Facetten. Wir haben ja nur ein paar gestreift, aber ich glaube, eins ist doch vollkommen klar, der Begriff des Urhebers. Der Urheber ist doch der, der durch die Kamera guckt, draufdrückt und sagt, bumm, das ist mein Bild, damit kann ich machen, was ich will. Ich bin der Urheber. Grundsätzlich ist dem so, wenn eine Person auch tatsächlich alleine ein Werk geschaffen hat. Anders sieht es natürlich aus, wenn mehrere zusammen ein Werk schaffen, dann können diese Personen alle zusammen Miturheber sein. Das heißt, sie schaffen gemeinsam ein Werk, was nicht durch eine Person alleine zustande gekommen ist. Also bei der Fotografie könnte ich mir nur vorstellen, das wäre das Model, das ich fotografiere. Das ist doch nicht Miturheber. Das ist nicht Miturheber, weil es das Werk als solches nicht geschaffen hat, sondern weil es darauf abgebildet ist. Ja. Das heißt also, wir würden dann in den Bereich der Bewegtfotografie, also der Bewegtbild. Fotografie reingehen des Videos und des Films. Ja, in diesem Beispiel wäre es zum Beispiel möglich, dass Regie-Director oder Drehbuchautoren, die eben auch entscheiden, in welchem Ablauf, was der Kameramann dort filmt, auch mit Urheber werden. Also nicht nur der Kameramann, der selbst dieses Bild erstellt, ist Urheber, sondern auch der eben über die Handlung, über den Inhalt eine Entscheidung trifft. Aha. Das heißt also, im Bewegtbild habe ich durchaus verschiedene Urheber. Ja. Bei der Fotografie in der Regel, wollen wir es mal so sagen, nur einen, nämlich den Fotografen. Genau. Gut, dieses Urheberrecht, das ich jetzt habe, ist, da können Sie mich gerne korrigieren, aber erstmal nicht veräußerbar. Nicht? Das heißt, das bleibt lebenslang mir. Ja. Solange dieses Werk existiert, bin ich der Urheber, das kann ich nicht verkaufen. Ja. Solange ich existiere, bin ich der Urheber, sagen wir mal so. Ja. Ich kann es nicht veräußern. Was habe ich davon? Ich kriege ja kein Geld dafür. Wenn ich es nicht verkaufen kann, zahlt mir auch keiner was dafür. Es ist aber auch Sinn der Sache, dass es bei mir verbleibt, dass ich aber davon praktisch Nutzungsrechte abspalten kann, die unabhängig von meinem Urheberrecht sind. Ich kann sagen, ich verkaufe ein gewisses Recht an meinem Werk, bleibe aber trotzdem Urheber. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe ein Foto gemacht und du darfst dieses Foto drucken. Ja. Oder du darfst es auf deine Internetseite stellen. Mhm. Das kann ich auch trennen. Ja. Ich kann sagen, du darfst drucken und jemand ganz anderes darf es ins Internet stellen. Genau. Und muss ich diese, wenn ich jetzt sage, du darfst es drucken, darf es dann noch ein anderer drucken? Nein, weil die Entscheidung, die Vervielfältigung oder die Veröffentlichung meines Werkes zuzulassen, liegt ja allein bei mir als Urheber. Das heißt also, ich darf mir Personen aussuchen, ganz konkret sagen, diese Person soll das Recht erhalten, eine gewisse Nutzungshandlung vorzunehmen. Die darf ich dann auch ganz konkret beschränken. Und das heißt natürlich, dass andere Personen das nicht dürfen, außer ich erlaube es denen auch ganz explizit. Das war eigentlich meine Frage. Das war vielleicht unglücklich ausgedrückt. Ich wollte wissen, wenn ich das einem gebe, heißt das noch nicht, dass ich es ihm exklusiv gebe, sondern ich kann sagen, ich gebe es dir, ich gebe es dir und ich gebe es dir. Und die dürfen es auch alle dann drucken oder so verwenden, wie ich es dann mit ihnen vereinbart habe. Ja, also im Urheberrecht gilt grundsätzlich eine Art restriktive Handhabe der Nutzungsrechte, das heißt, was ich nicht ausdrücklich einer anderen Person übertragen habe, verbleibt im Zweifel bei mir als Urheber. Und das beantwortet eigentlich Ihre Frage. Das heißt, wenn ich also nicht sage, ich gebe dir ein ausschließliches Recht, dann habe ich es eben auch nicht aus der Hand gegeben, das ausschließliche Recht. Jetzt gibt es aber häufig die Situation, dass ich jemandem sage, du kannst das Foto drucken. Und dann gucke ich zwei Wochen später auf seine Internetseite und sehe mein Foto auf der Internetseite. Habe das aber nicht erlaubt. Ja. Diese Lizenz zum Drucken
ist in der Regel teurer als die Lizenz fürs Internet, weil die Auflösung größer ist, denke ich mir mal. Hat der jetzt dadurch, dass er mehr bezahlt hat, von vornherein auch jetzt auch das Recht, das im Internet zu zeigen oder nach Ihrer Aussage ja nicht? Nein, hat auch nicht, weil ich ja ganz konkret als Urheber meine Nutzungsrechte beschreiben kann und ich sage eben, dieser Lizenznehmer hat das Recht, das Foto zu drucken. Dafür bezahlt er eine bestimmte Lizenzgebühr. Das umschließt aber nicht ein, dass er damit auch andere Rechte hat. Also einzelne Nutzungsarten müsste ich dann eben in so einem Lizenzvertrag auch alle gesondert aufführen. Wenn ich sie nicht aufführe, bleiben sie bei mir. Nachlizenzieren. Im Prinzip nachlizenzieren, das heißt, er zahlt nochmal dafür. Okay. Gibt es neben diesen Nutzungsrechten noch andere Rechte, die im Urheberrecht begründet sind, die ich habe? Also ich habe noch Urheberpersönlichkeitsrechte. Das sind auch Rechte, die ich grundsätzlich nicht übertragen kann. Das ist zum Beispiel das Urheberbenennungsrecht. Das heißt, ich habe ein Recht, als Copyright-Inhaber bezeichnet zu werden an dem Werk. Ich habe auch ein Zugangsrecht. Das heißt, als Künstler habe ich das Recht, zu meinem Werk Zugang zu bekommen. Das sind so die Urheberpersönlichkeitsrechte, die man auch nicht veräußert. Also die Nutzungsrechte sind das, was den Fotografen in erster Linie interessiert. Da, wo er Geld rauszieht, die Nutzung, die er verkauft. Diese Lizenzierung ist eigentlich vollkommen klar, aber wie setze ich meine Ansprüche durch? Natürlich schicke ich erstmal eine Rechnung, aber nehmen wir mal an, irgendjemand nimmt das aus dem Internet, einfach mein Foto. Ich kenne den nicht. Wie setze ich meine Ansprüche gegen den durch? Also es empfiehlt sich, dann zunächst mal eine Abmahnung auszusprechen. Im Gegenstand dieser Abmahnung oder Inhalt dieser Abmahnung können bereits mehrere Ansprüche sein. Zum einen habe ich natürlich als Urheber erstmal einen Unterlassungsanspruch. Das heißt, ich kann von demjenigen, der meine Rechte verletzt, verlangen, dass er das nicht nochmal tut. Ich habe gleichzeitig einen Auskunftsanspruch darüber, wie intensiv, in welchem Umfang er diese Rechte verletzt hat. Und daran anknüpfen natürlich einen Schadenersatzanspruch, weil ich möchte mir gerne meine Lizenzgebühren in Rechnung stellen. Und deswegen muss ich auch durch die Auskunft Erkenntnisse herbeiziehen, wie umfangreich die Nutzung war, und darauf basierend berechne ich dann eine Lizenzgebühr. Und das alles kann ich im Rahmen einer Abmahnung geltend machen. Das heißt also, das kann ich auch selbst als Urheber, ich kann es aber auch über einen Anwalt machen. Ich bin auch nicht verpflichtet, das über eine Abmahnung zu machen. Ich kann auch durchaus gleich zu Gericht gehen und im Rahmen einer einstweiligen Verfügung meine Rechte gerichtlich geltend machen. Dieses schlimme Wort Abmahnung, das ist ja nur der Schrecken eines jeden, der irgendwo mit Fotos arbeitet. Also ich kann ja auch als Fotograf sehr schnell eine Abmahnung bekommen. Man kann das aber auch freundlicher gestalten. Also ich könnte auch zum Beispiel erstmal anrufen und sagen, hör mal, du hast da ein Foto von mir, soll ich dir jetzt eine Abmahnung schicken oder nimmst du es freiwillig raus? Also die Abmahnung als solche ist eigentlich ein freundlicher Akt aus Sicht der Juristen, weil sie ist juristisch gesehen nicht notwendig. Ich könnte, wie gesagt, sofort zu Gericht gehen. Und ich denke, da sind wir uns einig, wenn Sie einen Gerichtsbeschluss erhalten, in dem Ihnen verboten wird, eine bestimmte Handlung zu begehen, mit der entsprechenden Kostenfolge des Gerichtsverfahrens, dann sind Sie mit der Abmahnung doch noch ganz gut bedient. In Deutschland ist es einfach so, dass das Gesetz die kostenpflichtige Abmahnung vorsieht. Das heißt, ich kann also einen Anwalt beauftragen, für mich eine Abmahnung aussprechen zu lassen. Die Anwaltskosten, die dadurch entstehen, kann ich vom Gegner ersetzt verlangen. Das ist in anderen Ländern anders. Wie kann ich denn jetzt beweisen, dass das mein Bild ist? Also der sagt dann vor Gericht, nehmen wir mal an, es geht vor Gericht oder im Rahmen dieser Abmahnung, das Bild habe ich gemacht. Früher war es so, da hatte ich dann letztendlich mein Negativ, könnte sagen, hier ist das Negativ, das ist mein Bild. Heute, jedes Bit, jedes Byte ist ja gleich, das auf der Festplatte ist. Das heißt also, zwischen dem, was ich auf der Festplatte habe und dem, was er da hat, ist ja erstmal physikalisch kein großer Unterschied. Wie beweise ich, das ist mein Bild? Also ich habe mehrere Möglichkeiten, zumal sich das schon in der Praxis allerdings als schwierig darstellt. Ich kann natürlich Zeugenbeweise liefern, das heißt, ich habe Personen, die bezeugen können, dass ich dieses Foto angefertigt habe. Das ist natürlich ein schöner Beweis, wenn man den tatsächlich hinbekommt. Meistens ist es ja wohl nicht so, sondern man muss dann eben versuchen, über die Qualität des Bildes, über die man selbst verfügt, einen Beweis dahingehend zu führen, dass man Urheber ist. Das heißt, habe ich also ein Bild in einer wesentlich besseren Auflösung, habe ich ein Bild in einem größeren Ausschnitt als das, was die andere Person verwendet, dann spricht die Vermutung nach dem Gesetz dafür, dass ich Urheber bin. Also um das jetzt nochmal an den Bildbeispielen, die wir haben, zu zeigen, ich nehme jetzt hier mal dieses Bild von der Currywurst mit den Fritten.
Wenn ich mir das aus dem Internet ziehe, hat das vielleicht eine Größe von 400 mal 600 Pixeln. Und wenn ich dann aber derjenige bin, der da 3000 mal 6000 Pixel hat, ist der Augenschein, wie Sie sagen, die Annahme da, dass ich der Urheber bin, weil der andere halt nur ein kleines Bild hat und das nicht in dieser Größe vorweisen kann, wenn der Rest des Bildinhaltes natürlich übereinstimmt. Genau, das heißt, also es gilt die Vermutung. Die Vermutung bedeutet, dass der andere eben dann konkrete Beweise vorlegen muss, aus denen hervorgeht, dass ich nicht Urheber bin. Ich habe meiner Beweispflicht mit der Vermutung schon mal Genüge getan. Und bei dem Bild wäre es dann so, wenn ich hier jetzt das Bild hätte, obwohl die Auflösung die gleiche sein kann, ich habe aber hier einen Bildausschnitt aus dem Originalbild, wenn ich hier also das gesamte Gesicht vorweisen könnte, wo dieser Ausschnitt exakt reinpasst, genau, dann wäre auch wieder das, der Augenschein da, dass ich der Urheber des, Recht, des Bildes bin und wäre ein Indiz dafür, dass ich Recht bekomme. Genau. Okay. Ja, dann bedanke ich mich. Wir haben gesehen, das Urheberrecht ist ein sehr interessantes Recht. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns darüber zumindest in den Grundzügen aufzuklären. Ich glaube auch, wir werden uns sicherlich nochmal wiedersehen, wenn man berücksichtigt, dass das Urheberrecht ja auch ein sehr altes Recht ist und das im Laufe der Zeit immer mehr an die technischen Anforderungen, die ja letztendlich auch durchs Internet entstehen, angepasst wird. Es wird immer wieder neue rechtliche Situationen geben und auch da werden wir sicherlich nochmal Ihren Rat suchen. Also nochmal vielen Dank. Gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Blende 8 bei Galileo Press.